Wohnungssuche bedeutet Anzeigen durchforsten, massenhaft Mitbewerber, viele Besichtigungen und sich dabei immer von seiner besten Seite zeigen. Wenn der Deal zustande kommt, kann ich mir vorstellen, dass ich Sie dort hineinlade. Ja, ist toll, wenn wir da keine Probleme haben. Also was mich noch interessieren würde, wie alt denn die Fenster sind. Damit die nächste Besichtigung gut verläuft, verrät uns ein Makler seine Do's and Don'ts auf dem Immobilienmarkt. Wir sind mitten in München, Hotspot für extrem teure Mietpreise und Wohnungsnot. Für Suchende gibt's einige hilfreiche Adressen, unter anderem das Immobilienbüro von David Owusu, dem selbsternannten Social-Media-Makler. Pünktlich um 8 Uhr startet sein Arbeitstag. Hallo zusammen, grüßt euch, guten Morgen, hallo, schön euch alle zu sehen, hallo, hallo. Warum wir ausgerechnet bei ihm sind? David vermarktet Immobilien für jedermann und zwar mit Humor. Sein Erfolgsrezept und was nur er macht? Social Media. Zu jedem Exposé einer Wohnung gibt's ein passendes Reel auf Instagram. Die Kunden bekommen so vorab einen humorvollen Eindruck der Immobilie. Das lockt alle Generationen an und hebt David von seiner Konkurrenz ab. Wir begleiten ihn einen Tag lang, damit er uns allen hilft, bei der nächsten Wohnungssuche erfolgreich zu sein. Angekommen in Immobilie Nummer 1, das ist immer der aufregendste Teil. Wen empfängst du gleich, wen erwartest du da? Und das Erste, worauf ich gleich achten werde, ist, ob die Person auch pünktlich kommt. Ja? Und das, ihr Lieben, ist ein absolutes Du. Seid bitte immer pünktlich. Schätzt die Zeit deines Gegenübers, in dem Fall von uns als Makler oder auch vom Eigentümer. Denn der erste Eindruck, der zählt. Mal sehen. Generell gilt, einen Zeitpuffer einplanen, falls es keinen Parkplatz gibt oder die Bahn Verspätung hat. Kunde 1 macht das genau richtig, tritt aber trotzdem gleich in ein Fettnäpfchen. Herr Huber, freut mich. Ja, hallo. Ja. Schön, dass Sie es geschafft haben. Vielen Dank auch. Ja. Mehr als pünktlich. Gerne. Da. Ja. Ja. Leider ohne meine Frau. Ja, okay, kein Problem. Keine Zeit gehabt. Okay, das heißt, Sie sind heute erstmal alleine da. Das ist natürlich ein klassisches Don't, alleine zu kommen, gerade wenn man zusammen einziehen möchte. Das bedeutet für uns als Makler, wenn die Wohnung heiß begehrt ist, die Person würde nochmal besichtigen wollen. Und auch gerade, wenn man als Single kommt, empfehle ich trotzdem, nehmt euch einen Freund oder eine Freundin mit. Die kann die Wohnung ein bisschen kritischer begutachten oder euch den ein oder anderen Tipp geben. Denn vier Augen sehen mehr als zwei. Außerdem lassen sich später zu zweit Pro und Contra der Wohnung besser abwägen. David und der Interessent besichtigen heute eine Drei-Zimmer-Wohnung, ein Penthouse mit großer Dachterrasse. Der Mietpreis für 144 Quadratmeter liegt bei 2.900 Euro. Besonders wichtig, auch auf die Details achten. Gibt es hier auch Rollos? Die gibt es tatsächlich. Wir haben an der Seite den Griff. Das heißt, wenn ich da runterkurbel, ist das Ganze auch sehr schnell gemacht. Alles gut. Ja. Kommunizieren bei einer Besichtigung? Pflichtprogramm. Deshalb. Das ist für mich ein super Du, die richtigen Fragen zu stellen, interessiert zu wirken, aber auch vor allem, das so ein bisschen zu challengen. Gibt es hier Rollläden? Wir sind in einem Penthouse, es kann sehr, sehr warm werden. Da ist das die absolut richtige Frage und der Besichtigungstermin der perfekte Moment, um darüber zu sprechen. In Deutschland gibt es 21 Millionen Mietwohnungen. Die teuerste ist in Berlin-Mitte. 296 Quadratmeter für schlappe 28.500 Euro im Monat. Dieser Mietpreis ist weit entfernt vom Durchschnitt. Der liegt in Deutschland bei etwa 800 Euro pro Monat. Allein in München fehlen knapp 12.000 Wohnungen. David möchte den Suchenden bei ihrem Glück helfen. Denn auch er hat sich nur durch einen glücklichen Zufall seinen Lebenstraum erfüllt. Mit 18 Jahren arbeitet er als Einparker am Hamburger Flughafen. Durch seine offene und sympathische Art kann David einen Immobilienmakler von sich überzeugen. Der bietet ihm eine Ausbildung in München an. Wenige Jahre später gründet David seine eigene Firma. Wir haben einen kleinen Hund. Okay. Das ist die Frage, ja, ich habe es gesehen. Kleiner Fressnapf. Ja, ist toll, wenn wir da keine Probleme haben. Ja, die Haustierfrage ist eigentlich so ein klassisches Don't. Man ist ja noch so in der Kennenlernphase, sollte erstmal schauen, ob es zwischenmenschlich passt und auch einfach vorbereitet wirken. Haustiere sind da immer so ein Thema, wo es oft dazu kommen kann, dass es dann heißt, ah, passt doch nicht. Wenn es zwischenmenschlich passt, dann sollten Interessenten auch beim ersten Besichtigungstermin das Thema Haustiere ansprechen. Nager, Hamster, Meerschweinchen, das sollte kein Problem sein. Wenn es dann aber freilaufende Tiere sind, wie eben eine Katze, wie eben Hund, muss man das auf jeden Fall vorab sprechen und
Wenn man das auch verheimlicht, kann das zu Problemen führen. Der Termin ist fast zu Ende. Der Wohnungssuchende möchte bei Makler David einen möglichst guten Eindruck hinterlassen. Ich habe mal was ausgedruckt. Ja, perfekt. Die meisten Makler und Vermieter entscheiden sich anhand der Unterlagen, wer der passende Mieter für ihre Immobilie ist. Deshalb. Das wichtigste Du bei einer Besichtigung ist, vollständige Unterlagen mitzubringen. Also darüber freuen wir uns nicht nur, sondern es ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ihr den Zuschlag bekommt, beziehungsweise dass ihr ihn nicht bekommt, wenn ihr keine Unterlagen mit habt. Es ist für uns immens wichtig. Damit können wir die Entscheidung anhand von Zahlen, Daten und Fakten treffen. Denn der erste Eindruck kann noch so gut sein. Wenn es in den Unterlagen nicht stimmt, gibt es leider keine Wohnung. Und drei Dinge sind absolutes Pflichtprogramm in den Bewerbungsunterlagen. Selbstauskunft, Schufa und Gehaltsnachweise. Auch ein Foto sollte nicht fehlen. David macht seit Jahren Besichtigungen. Die laufen nicht immer rund und können auch kurios enden. Ich wurde mal festgenommen bei einer Besichtigung. Es war noch während Corona. Ja. Wir waren da bei einer netten älteren Dame zu Hause. Die wollte, dass wir ihre Wohnung vermieten. Und vorbildhaft, wie wir waren, haben uns auf den Balkon gestellt, um Abstand zu haben, frische Luft zu haben. Und ich habe dann Sätze gesagt wie, ja, dann schicken Sie uns bitte die Unterlagen zu oder lassen Sie mich einmal in den Ordner bitte reinschauen. Und als wir dann gehen wollten, mache ich die Tür auf und es stehen drei ganz schwarz, große, starke Männer vor mir, die mich in die Wohnung zurückdrücken, umdrehen. Und ich hatte innerhalb von 4 Sekunden Handschellen an. Dann hat sich am Ende herausgestellt, dass ein Nachbar uns halt beobachtet hat auf dem Balkon und dachte, wir sind Enkeltrickbetrüger. Und hat die Polizei gerufen. Ich glaube, die wildeste Story jemals von einer Besichtigung bei mir. Ein zukünftiges Don't für David. Verträge auf dem Balkon abschließen. Für Mieter hat er noch ein Du parat. Macht euch eine Checkliste. Setzt euch vor damit auseinander. Was ist wichtig für mich? Welche Fragen möchte ich unbedingt stellen? Und seid früh genug da, damit ihr euch mit der Umgebung so ein bisschen auseinandersetzen könnt. Heißt, Interessenten sollten auf die Maße und Ausrichtung der Wohnung achten und den Lärm der Umgebung. Zusatztipp: Besichtigungstermine am besten unter der Woche nachmittags vereinbaren. Freut mich. Da wage ich mich direkt mal dran. Ich bin der David. Ja? Ich bin der Ebo. Gehen wir direkt ins Du, oder? Freut mich, schön, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen. Auch. An Werktagen können sich Suchende einen besseren Eindruck vom Alltag in der neuen Umgebung machen. Und du wohnst hier in der Umgebung oder kennst du die Lage ganz gut? Ja, ich kenne die Lage. Ich bin hier öfters unterwegs. Okay. Findest du richtig schön hier. Ja, und bist schon länger auf der Suche? Ja. Ja. Wie lange jetzt insgesamt? Also ich schaue jetzt seit einem Jahr schon. Boah, krass. Warum hat es bisher nicht geklappt? Es war nicht das Perfekte da, was ich mir so vorgestellt habe. Okay, verstehe. Vielleicht ist heute ja das Richtige dabei. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung mitten in München. In Deutschland suchen Mieter durchschnittlich ein Jahr nach der passenden Wohnung. Dabei sollten sie eines nicht sein. Ein absolutes Don't ist, unvorbereitet zu sein, weil das macht dich nur nervös, wenn irgendwelche Fragen aufkommen und vor allem, du bist nicht so wirklich du selber. Schau, was dich interessiert, was für Fragen du stellen willst, sei vorbereitet, komm mit einem guten Selbstbewusstsein und dann ist das schon mal die halbe Miete. Wichtig bei einer Besichtigung, vorhandene Schäden und Mängel checken, damit es keine bösen Überraschungen beim Einzug gibt. Also was mich noch interessieren würde, wie alt denn die Fenster sind, weil die sehen schon ein bisschen älter aus. Ja, das stimmt. Das ist auch die Nummer 1 Frage, die mir jedes Mal gestellt wird. Schau mal, ich gebe dir jetzt mal einen kleinen Makler-Trick aus meiner Welt. Wenn du mal hier oben reinschaust in das Fenster, da ist so wie so ein kleiner Tag drauf, ja, oder wie so eine Beschriftung. Und da siehst du, von wann die Fenster sind. Profi-Wissen in den Rahmen spicken, um das Alter der Fenster zu checken. Wir wollen wissen, wie sich unser Interessent auf Besichtigungen vorbereitet. Also ich versuche immer zu lächeln und ja, der erste Eindruck zählt ja. Kann er David damit heute überzeugen? Er hakt vorsichtig nach. Wie sieht es denn eigentlich aus mit meinen Chancen, ja, die Wohnung zu bekommen? Haben sich viele Leute drauf beworben? Ja, also wonach werden die sortiert? Ich muss sagen, ne, zwischenmenschlich ist immer sehr, sehr wichtig. Wir haben uns schon mal ganz gut verstanden. Das ist schon mal die halbe Miete, sage ich immer. Aber es ist natürlich so, ich habe jetzt heute einen ziemlichen Besichtigungsmarathon. Das heißt, jetzt insgesamt 10 Besichtigungen und am Ende müssen die Unterlagen einfach stimmen. Die Unterlagen würde ich dir per Mail zuschicken. Okay. Da bräuchte ich einfach nur, was du genau brauchst. Okay. Ist das bereits ein Ausschlusskriterium? Wenn du vorbereitet bist und sagst, hey, habe ich alles per Mail, schicke ich dir zu, umso besser. 1+ mit Sternchen, wenn du es mir vorab sogar zuschickst.
Unterlagen per Mail schicken ist also auch möglich. Im fliegenden Wechsel geht für David der Besichtigungsmarathon weiter. Ein Don't, vor allem für uns Makler, ist, wenn man als Interessent einfach in die Wohnung reinplatzt. Es kann sein, dass man noch in einem Termin ist. Wir wollen jedem Interessent die Möglichkeit geben, genug Zeit in der Wohnung zu haben. Das heißt, entweder vorm Haus warten oder zumindest vor der Wohnungseingangstür. Das ist einfach eine Respektsache. David nimmt sich pro Kunde 15 Minuten Zeit. Er möchte jeden einzelnen statt in Massenbesichtigungen kennenlernen. Das machen nicht alle Makler so. Was ich immer sehr wichtig finde, gerade in der Küche, ne? Fenster, man kann durchlüften, gerade wenn man kocht. Gefällt mir sehr gut. Ja? Ja. Vor allem wir Asiaten kochen sehr viel. Man muss immer gut durchgelüftet werden. Okay. Asiate, wo dann genau? Aus dem asiatischen Raum? Ja, aus dem Iran. Iran, okay, sehr schön. War sie schon mal da? Tatsächlich noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Ist es eine Reise wert? Ja, also wenn der Deal zustande kommt, kann ich mir vorstellen, dass ich sie dort hineinlade. Okay, okay, nimm ich sie beim Wort. Ja, nimm ich sie beim Wort. Okay, sehr schön. Bestechungsversuche kommen immer wieder vor. Für David ein No-Go. Nicht zu viel Smalltalk. Ja, versucht wirklich, euch kurz und prägnant zu halten, einfach ein bisschen Sympathien auszutauschen, aber nicht die ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Wer schüchtern ist, sollte einen Freund mitbringen, der das Eis brechen kann. Ja, passt alles. Ja. Dieser Interessent ist sehr fordernd und möchte alles ganz genau wissen. Der Boden, was ist mit dem Boden? Genau. Da ist es laut hier eigentlich. Ja, ich wollte den Preis drücken, wenn es ein bisschen laut ist. Okay. Eins der größten Don'ts, was ihr machen könnt, ist, selbst wenn euch was nicht gefällt, da irgendwie überschwänglich drüber zu lästern oder irgendwas schlecht zu reden. Wenn ihr Kritik habt, versucht sie sehr sachlich zu formulieren. Zum Ende der Besichtigung gibt's noch einen letzten Tipp vom Profi. Bei einer Sache dürft ihr nervig sein, beim Nachfassen. Wenn du besichtigt hast, wenn du eingeladen wurdest, dann bleib dran. Schreib mir im besten Fall am selben Abend noch, hey, ich bin wirklich sehr interessiert. Richtig gehört. Nach der Besichtigung sollten Interessenten dranbleiben und nachhaken. Hab mich gefreut. Für mich ist jetzt auch Schluss, aber ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Abend. Alles Gute. Ciao, ciao. So, ich schaue jetzt auch für mich Lichter aus, denn das war mein letzter Termin und ich verabschiede mich auch. Mit diesen Do's and Don'ts kann die nächste Wohnungsbesichtigung ja nur ein voller Erfolg werden.